Ich habe jetzt in meiner ganzen Zeit 2 Bäume gefällt. Das ist erfolgreich. Wobei, meine Mutter hat sich auf den Arsch gesetzt dabei. Ich mache es auch schon seit über... Oh, du machst das schon über 10 Jahren? Cool. Nee, ich musste nur 2 Bäume fällen. Das hat ausgereicht. Bin da kein großer Fan von Bäume fällen. Bin zwar kein Baumkuschler, aber... arbeite halt sehr gerne mit Holz. Und wenn man nichts hat, dann hat man einfach nichts. Jo. Ja, Holz ist schon was Schönes. Ja, deswegen ja. Macht ja auch Spaß, mit diesem Element zu arbeiten, aber man muss es nicht unbedingt, dass man Bäume jetzt gezielt fällt für, also so einen fetten Baum für einen Zahnstocher. Mhm. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Deswegen. So war das gemeint. Klar, Bäume muss man fällen, damit wir überhaupt Holz haben, ist klar. Aber... ich auch, da bin ich froh, dass mein Vater gelernter Schreiner war. Oh, gelernter Schreiner? Wollte ich auch hin. Ja, bis dir deine Holzallergie, was denn? Holzstauballergie. Ja, was dazwischen gefunkt hat, da. Ja. Das war das Miese an der ganzen Situation. Wo war jetzt fertiges Essen? Da drüben. Hier. Wo denn jetzt? Na hier. Da. Da. Essen fertig, da. Da liegen noch Würste für dich. Cool. Wir müssen das nächste Mal dann mal uns um Futter kümmern. Das ist noch normales Essen. Ich gehe bei nächster Gelegenheit jagen. Rehe. Wobei bald kann ich auch Ferkelchen schlachten gehen. Muss ich sogar. Also. Ich habe noch Keule und Himbeeren reingetan für da drüben. Ich muss noch reparieren. Hab schon aufgeteilt. Wollen wir noch schlafen vorher? Können wir machen. Wieso brennt unser Feuer nicht? Das brennt bei mir. Ah, jetzt brennt bei mir Hatte auch. Hatte ich auch Spaß dran. Was ist aus mir geworden? Gaswasserscheiße. Ja, nun. Braucht man auch. Mein Cousin ist auch Gaswasserscheiße-Installateur. Und der hat seine eigene Firma. Läuft bei ihm. Naja, bei mir war es so. Ich hatte... Praktikum damals bei der Firma gemacht, wo meine Tante sauber gemacht hat. Und dadurch kannten die mich dort schon. Hab dann damals mein Praktikum dort gemacht. Und hab dadurch auch die Möglichkeit gehabt, bei denen dann, wenn ich Lehre mache, die Lehre zu machen. Bin aber vorher noch in das eine BGJ, glaube ich. Ne? BGJ, ja. Reingegangen, musste ich vorher reingehen. Und da haben wir dann festgestellt, dass ich bei so viel Staub, dass meine Allergie aktiv ist. Deswegen konnte ich das dann nicht machen. Schatz, wir haben jetzt 2 Gaswasserscheiße dabei. Ja, weiß ich. Weißt du, Plumbi und Diospuren. Ja. Also, wo ist denn... Ach, da ist das Fuß. Wenn jetzt mal was ist, ne, dann wissen wir, an wen wir uns wenden. Ich rufe nicht Plumbi. Aber warum denn nicht? Weißt du, bis Plumbi dann das repariert hat, ja? Ja. Können dann 3 Jahre vergehen, weil wir nur die ganze Zeit am Lachen sind. Ach so, soll ich lieber meinen Cousin, Wäre vielleicht sicherer. Okay. Brauchen wir nur noch einen Trockenbauer und einen Elektriker, dann bauen wir ein Haus. Elektriker kann ich auch legen. So schwer ist das nicht. Trockenbau kann ich mit. Nicht perfekt, aber ich hab's auch schon gemacht. Elektrik damals in meiner einen Wohnung habe ich komplett alles neu gelegt. Nee, an Elektrik gehe ich nicht ran, aber du weißt ja. Ja, ja. Hab Elektrik komplett gelegt bis zum Schaltkasten. Dann habe ich den Meister angerufen.
Der hat das dann alles angestöpselt, weil der muss das ja machen. Das darf ja nur der Meister machen. Angestöpselt, zack, fertig. Der war zufrieden. Da holen wir meinen Bruder dazu. Der baut sein Haus gerade auch mit um. Der kann das. Das bekommen wir auch noch so hin. Die brauchen wir nicht extra. So, siehste? Jo. Also. Ich hab schon mal wo bauen wir das Häuschen? Na guck mal, ich habe doch schon mal gesagt. Ich brauche nur 15 Hektar Land und 15 Millionen und dann baue ich mir da mein Häuschen hin. Mit Ranch und allem drum und dran. Das ist doch perfekt. Mhm. Nur keiner gibt mir 15 Hektar Land und 15 Millionen. Diana und ihr Mann Sponsor. Okay, naja, wenn du das sagst. Und die Kiste Bier, die Plumpy und die aus Kuchen brauchen, dann gibt's von Niki. Was machen wir? Achso, du hast es akustisch nicht verstanden. Schatz, nochmal bitte wiederholen. Ich brauche 15 Hektar Land und 15 Mille und dann baue ich da uns ein Traumhäuschen hin. Und ihr finanziert das. Du und dein Mann. Plumpy und Dios Kuchen ziehen das Häuschen hoch. Wir machen dann noch die Elektrik zusammen und so. Dann läuft das. Ja, fast perfekt eingepackt. Mhm. Haben wir Gifttränke dabei? Nö. Okay, er sagt nö. Ich sag eins, der Keller muss mindestens 2,5 Meter hoch sein, weil da kommen ja die ganzen Gaming-Zimmer rein. Ihre, Plumpy. Ja, wenn wir mehrfach im Lotto gewonnen haben, vielleicht. Ich habe keine Fackel dabei. So hab ich auch nicht. Ist aber so viel zu dunkel. Nee, ich sehe alles. Na gut. So. Vorne oder links? Nach vorne. Ich glaube, da ist Sackgasse. Ja. Ich zupfe mir das restliche Metall raus. Ich fange hier schon mal an. Dunkel und feucht ist, nennen sie das perfekte Navi. Ah, Fluffy! Oh, dahinter steht ein Drauge. Oh, ein Bogenschütze! Ui. Ich blocke, du schießt. Okay. Was er kann, können wir auch. Jetzt zieh ich doch nicht, du Sackfresser. Voll in den Wumms geschossen. Sehr schön. Ja, ist er hier? Deswegen ja, das kriegen wir alles hin. Klar. Das wird Community-Arbeit sein. Das wird dann unser Community-Haus. Ja. Ich dann daneben noch meinen kleinen Stall. Dann werden wir sie sowieso den ganzen Tag nicht sehen. Ich erst recht nicht. Ich bin immer abgeschrieben, wenn es um Pferde geht. Ah, so schlimm bin ich auch nicht. Hast du eine Ahnung? Ich hab's ja miterlebt. Krasser. Und für die Erdarbeiten kenne ich auch noch einen. Echt? Cool. Das ist gut. Kriege ich dann endlich meine Traumküche? Ja. Und dazu ein In-Outdoor-Pool, so ein, wo man vom Pool drin nach draußen schwimmen kann. Oh Ehre. Ja, voll. Ich krieg meine 30 Quadratmeter Küche. 30 Quadratmeter? Ja. Okay. Ja, da muss alles rein, Schatz. Hab ich was übersehen? Weißt du, was ich nicht verstehe? Hä? Wenn du so eine große Küche haben willst, aber ja, die ganze Zeit bei den Pferden bist, ne? Wer kocht denn da nach drinnen? Ich bin wieder der Blöde, ne? Da waren wir ja drinnen, ne? Ja, bleibt ja nur noch hier. Ja,
Ja, guck mal, was Küchengeräte und so angeht, sitze ich an der Quelle. Müssen wir nur nacheinander kaufen, weil irgendwann ist mein Freibudget ab. Klar, Kochinsel muss sein. Alles klar, wir werden von Plumpy vergiftet. Ja, Kochinsel, es muss. Da diskutiere ich auch nicht. Trauben. Ein Bogenschütze, ein normaler. Oh, mit Spawnpunkt. Ja, kümmere dich um den Spawnpunkt, ich hab hier die Trauben. Jo. Das wird keinen PvP-Schaden machen. Jetzt nur ein schöner Kühlschrank und ein super Herd. Induktionsfeld. Lange zocken wir dann die Küche auf, rein ist doch alles gut. Ach, glaub man, das bin ja ich. Kaufen wird in der Buchführung als defekt deklariert. Ach so! Abschreiben, ja. Haben du Schatz, ich glaube, die sind durch. Ja. Aber noch den einen Schlamm aufmachen. Dann war's das mit der Krypta, aber wir haben noch keinen Hinweis aufs Knochenmonster gefunden. Ja. Dann müssen wir in die nächste. Mal alles ab, so. Wir suchen mal alles ab. Dass ich mich wahllos verlaufe. Nö. Geh einfach immer an der Wand lang. Ja. Machen kann, ne? Das geht eine Schräge runter, aber. Okay, nicht wirklich. Nur noch hier einmal zum Durchtauchen, aber da hatten wir auch alles. Ah, oh, ein bisschen nichts weiter. Gut. Dann müssen wir doch zum nächsten. Jetzt hier hin. Doch, da lang? Ja. Okay. Dann kann die Küche ja auch kleiner ausfallen, wenn du eher in der Küche bist. Also zunächst müssen wir in die Richtung. Achso, du weißt schon, wo die nix ist? Da. Und da vorne ist auch noch eine, wenn die sehe ich von hier aus. Ja, dann lass uns da hingehen. Wir wollen was Floß mitnehmen oder zu Fuß? Floß brauchen wir so lange. Wäre zwar sicherer, aber. Ja gut, wir sind ja gut ausgerüstet. Sagte sie und verstarb. Distel. Wir müssen da lang. Oh, da hinten ist Feuerstelle. Oh, ja, warte. Aber auch viele Spawnpunkte. Dann müssen wir erstmal die Spawnpunkte eliminieren. Nee, das war nicht falsch. Da ist gerade was rausgekommen. Du schießt weiter, ich kümmere mich um die, die da rauskommen. Wenn es nicht zu viele wären. Ja, der erste Spawnpunkt ist weg. Oh, einer mit Stern. Ich liebe diese Streitangst. Meter. Autsch. Okay, das Ding ist hin. Und noch ein Skelett. Das Skelett ist auch schon hier. Ja. Dann habe ich gerade einen Fahnen gekriegt. Von wo? Irgendeiner schießt mit Fallen. Ja, ich weiß nur nicht wer. Und hinter uns. Hä? Wo ist er denn? Jetzt reicht es nicht aus. Aua! Der im Stein eingepackt? Ja, der ist im Stein eingepackt. Ja, super. Kriegst du? Nee, kann ich noch nicht kaputt schlagen. Oh, ein Zürtling ist hier.
Ja. Ja, scheiße, der kriegt keinen Schaden. Aber auch Schatz, das ist wirklich nicht. Ja, und ein Schleimi ist hier. Die sind viel schlimmer und ich bin fast tot. Ja, dann weg mit dir. Immer nach hinten verziehen und von ferne. Oh, das war unfair. Oh, das war Volltreffer. Aufpassen. Stinky. Ich muss erstmal gerade ein bisschen aufheilen. Oh, noch ein Schleimer. Den überlebe ich, wenn der mich attackiert. Oh, ist der immer dann, wenn du einmal nass geworden bist, weißt du? Ja. Weil es wegstecken muss. Ah. Verfolgt er dich noch? Weiß ich nicht. Nee, nee, er verfolgt dich nicht mehr. Er ist hier bei mir. Geil, mal kurz aufheilen, ey. Das ist halt gerade das Schlechte daran. Ich bin da drunter durchgeschwommen. Dickes Ding gewesen. Respawn können sie dort nicht. Ich noch mein Zirklingskristall haben. Ja, aber denk dran, da ist noch einer am Stein fest drin. Ja, ja. Ich block den und wo. Ich kann ihn nicht kaputt schlagen, den Stein. Den Stein nicht, nein? Den versuche ich irgendwie, wenn er seine Hand hochhebt. Nee, kann ihn nicht. Ich versuche mal mit meiner Power Axt beizugehen. Nee, du triffst ihn nicht. Ja. Dann nimm das, was in der Kiste ist. Oh, da. Eine Kette? Hä? Eine Kette. Mehr nicht? Nein. Nur noch wertvolles. Okay. Geh mal einfach an ihm vorbei. Ja. Ja, da ist er. Da ist die Krypta. Wolltest du nicht zu den Sterlingen sein? Nee, können wir dann auf den Rückblick machen. Okay, pass auf, der schießt immer noch mit Pfeilen. Ja. Oh, da ist noch ein Draugen. Komm, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich, du Mädchen. Du bist ein kleines Mädchen. Mädchen. Da ist. Warte mal. Hä? Oh. Da ist eine Burg, guck mal. Warte. Komm zurück. Wo ist eine Burg? Ah. Die Richtung, in die ich gucke. Das ist keine Burg, da ist doch ein. Hä? Ach, da! Du standest eben gerade dort in die Richtung, bist du. Achso, nee, aber da. So eine halb verfallene. Ja. Okay. Ah, das war jetzt nochmal sterben. Ja, aber es ist halt wichtig, ne? Ja, ich weiß, aber. Ach, und gleich einer mit dem Bogen. Ich triff den nicht. Heftig. Achtung. Okay, weg. Wie das? Was denn? Sieht doch an wie ja, Moskitos. Ja, hier. Hier, das sind die Spawnpunkte. Hier ist nämlich ein ja. Oh, ein Schleimi. Okay, den Schlag musste ich einfangen, weil ich bin vergiftet. Okay, hab ihn erledigt. Ich hoffe, ich überleb's. Hoffe ich auch. Okay, ja, der Spawnpunkt komm schon, ist weg. Komm schon. Boah, ich hab's überlebt. Ja, dann setz dich am besten erstmal irgendwo. Wir sind hier, glaube ich, erstmal safe. Ich bin sowieso fast voll.